sein mit deinem Autogramm drauf. Heute ist dein Glückstag. Oh, danke. Was, um die Kehle zu ölen? Das Übliche. Bitte. Hast du Roke gesehen? Ja, sie ist oben. Hab gehört, ihr beide wärt nicht mehr, Tja, falsch gehört. Verficktes Teil! Johnny, hilf mir mal kurz. Hab gehört, du redest nicht mehr mit mir. Weiß nicht. Ich scheine doch gerade mit dir zu reden. Und was ist jetzt? Jetzt kannst du dich ins Knie fecken. Johnny! Alles senkrecht, Engels? Da drin läuft gerade ein privates Treffen. Ist Roke auch da drin? Ja, aber... Ja, ja, privates Treffen. Wird super unaufdringlich, unauffällig sein, versprochen. Gott, wie ich diese Dreckstadt hasse. Ich hasse diese Johnny. Kenn dich nicht. Kein Problem. Solange alle anderen wissen, wer Johnny Silverhand ist. Bin froh, dass ich dich gefunden hab. Dachte, du hättest vielleicht die Stadt verlassen. Wir warten auf einen Kunden. Einer, der auf Diskretion Wert legt. Immer noch angepisst wegen neulich? Was meinst du, Johnny? Dass du mich angelogen und das Leben meiner Leute aufs Spiel gesetzt hast? Oder dass du hinter meinem Rücken drei Frauen gevögelt hast, bevor es mit uns vorbei war. Hör zu, da war was zwischen uns. Aber wir haben jetzt echt keine Zeit für Gefühle. Ich hab's nicht eilig. Neuer Partner? Muss schon sagen, dein legendärer Charme überbewertet. Oder mit dem Alter abgeschlafft. Hast du einen Job für uns, Rockstar? Oder willst du hier nur groß labern? Ich hab einen Job. Mehr nicht. Ist dringend. Aber ich hab Knete. Wie viel? Halt dich da raus! Das geht dich nichts an. Und ob? Rockstar hier hat gerade den Geldbeutel gezückt. Du raffst es nicht. Er ist nicht wegen dem Job hier. Er will mich bescheißen. Beim letzten Mal. Du bist diesmal schlauer. Verlang die Kohle einfach im Voraus. Also, wie viel, Rockstar? Hat mit Arasaka zu tun. Wenn ihr nicht wollt, verstehe ich das. Du wolltest meine Aufmerksamkeit, jetzt hast du sie. Warst du allerdings auf einen Freundschaftsrabatt aus, hast du dir gerade ins eigene Knie geschossen. Hey, Konzerne hart rannehmen. Ihr zwei macht das sonst aus Spaß. Aus Spaß, aber nicht umsonst. Das überlassen wir den Rocker Boys. Ist wichtig. Nennt mir euren Preis. Aha. Also entweder schwimmst du im Geld, oder du glaubst, dass wir eh nicht lebend rauskommen. Wie auch immer, du kommst mit. Deal. So ist es. Dringend, allerdings. Johnny, hast du nicht geschnallt, dass man dich beschattet? Mr. Silverhand, sie werden uns begleiten. Bringst du mich zu alt? Hatte ich mir gedacht. Tut mir nicht mal leid. Hast ja echt einen großen Kontakt. Feindkontakt! Richtig gut!
Attackiert ihn! Stoßkonzernrate! Los, los, los! Lade nach! Gleich geht's weiter! Oh. Ein Heavy? Im Ernst? Den hast du diesmal angepisst, Johnny! Oh. Gib dir Deckung! Noch jemand? Nein, dachte ich mir. Fahrstuhl, schnell! Du willst spielen? Mit mir? Na los! Dauert das noch länger? Am Haufen Ärger! Unten werden noch mehr sein. Darauf wette ich. Wir parken draußen. Kommst du? Thompson wartet im Auto auf mich. Wer? Medienfuzzi. Kennst ihn nicht. Du bist tot, mein Bruder! Richtig gut! Ja! Yeah. Von der Seite! Hier! Köpfe runter! Oh. Hey, lass mir auch noch was übrig! Oh. Irgendwelche letzten Worte? Komm zurück! Oh. Hauen wir von hier ab. Nein, wir sind direkt hinter dir. Wir haben jemanden am Arsch. Eure Sargeiten dürfen uns nicht erwischen.
aus den Fängen von Arasaka. Alt Cunningham, Netrunner von ITS. Verstehe. Der Tower. Haben Sie sich ja dorthin gebracht. Wird ja immer besser. Tod, Konzernrat! Wie wollt ihr das aufziehen? Hat einer von euch Vollpfosten einen Plan? Yep. Wir lenken sie ab mit einer Menge Lärm. Wir machen das direkt vor Arasakas Nase und drehen so laut auf, dass denen die Scheiben rausfliegen. Deckung! Ein Gig für die Geschichtsbücher. Zur genauen Anzahl der Verletzten bekannt. Aber unser Reporter-Team ist direkt vor Ort am Arasaka Tower. Und sie sind sich alle einig, dass vor Ort ein Psychoaktivum freigesetzt wurde, um den Aufruhr zu stoppen. Alles klar. Du nimmst die ganze Sache auf? Warum? Willst du jemanden daheim grüßen? Tu, was du tun musst. Aber komm mir bloß nicht in die Quere. Thompson, kennst du ihn gut? Nein. Warum fragst du? Ich mag den Typen nicht. Ich trau ihm nicht. Außerdem bringen Reporter Pech. Was? Pech? Was, wenn jemand eine Aufzeichnung findet? Von uns, wie wir in den Arasaka Tower einbrechen. Ja, sorgt euch drum, falls wir es rausschaffen. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Mainframe. Wir müssen den Mainframe finden. Dann bündeln sie wieder. Gut. Und jetzt konzentrieren. Halt am Boden! Halt auf! Feuer! Verdammter Terrorist! Richtig gut. Ja. Moment, ich kümmere mich drum. Gebt mir Deckung. Beenden wir das. Ich sehe hier. Da kommen wir auf uns zu. Macht euch bereit. Wir werden jetzt erst warm! Umzingelt ihn! Verrecke! In 5 Sekunden sind wir drin. Bereit? Ja. Bereit oder nicht, jetzt komm ich! Mach den kalt! Keine Gnade! Feuer! Ja! Zeig ihn! Ja. Schützturm gesichtet. Sieht ganz gut. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Muss hier irgendwo sein.
Geschützturm, Achtung! Pass auf den Geschützturm auf! Soldat am Boden! Hier, du! Weiter so! Da wären wir. Für diese Tür brauchen wir einen Schiffspanzer. Hat jemand eine zündende Idee? Lass mich mal. Ach, du Scheißteil! Versuch's hiermit. Ja, jetzt verstehe ich, warum wir ihn dabei haben. 3, 2, 1. Perfekt. Ich rate dir, sie nicht zu stören. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich habe sie an das Projekt ihres Lebens gesetzt. Geh weg von ihr! Hey, hörst du mich? Alt. Ist sie? Alt, komm schon, tu das nicht! Johnny. Was zur Hölle soll das? Nimmst du immer noch auf? Wir können jetzt nur noch eins tun. Ändert nichts. Sie ist... Johnny! Hör auf! Willst du ihn umbringen? Wir müssen los. Johnny. Sie ist tot. Also, raus damit, bevor du platzt. Thompson, was ist aus ihm geworden? Kein Plan. Haben nie wieder zusammengearbeitet. Vielleicht, weil du ihm die Fresse poliert hast, damit es dir besser geht. Der Typ war ein beschissener Aasgeier. Wollte Alt von Anfang an nur benutzen. Als Arasaka sie ermordet hat, war das für den das Sahnehäubchen obendrauf. Fuck. Hätten sie es nicht getan, hätte er sie gekillt. Alles für seine verkackte Story. Hattest mir ja einiges über Alt nicht erzählt. Ach ja? Zum Beispiel? Ich weiß nicht. Dass sie ein Paar wart. Dass sie Soulkiller geschrieben hat. Dass sie tot ist. Wie zum Teufel soll sie uns jetzt noch helfen? Als Geist. Alt ist nicht tot. Sie konnte fliehen. Ich habe ihre Leiche gesehen. Alt ist entkommen. Ins Net. Laber keinen Scheiß. Hab schon zu viele Stories gehört, in denen Runner sich ins Nettnimmerland verzogen haben. Hätte nur nie gedacht, dass du mit einer um die Ecke kommst. Mir egal, ob du es glaubst, solange du genau das tust, was ich dir sage. Wann hast du das rausgefunden? Als sie mich kontaktierte, ein bisschen später. Und? Was hat sie gesagt? Dass sie im Arasaka-Subnet gefangen ist, aber sie ihr nichts tun können. Und dass ich nicht nach ihr suchen soll. Was? Wieso? Sie wollte, dass ich einmal die Dinge auf sich beruhen lasse.
weil schon genug Leute umsonst draufgegangen sind. Und? Was hast du getan? Hab mir 2 thermonukleare Sprengsätze besorgt. Und bist dann zurück zum Arasaka Tower. Woher weißt du, dass Altima noch da ist? Ist ein halbes Jahrhundert her. Und du hast es abgeschottet in Mikoshi verbracht. Netwatch hat sie vielleicht schon vor Jahren gekillt. Oder Arasaka. Oh, versucht haben sie es, glaub mir. Aber ihre winzigen Konzernehirne haben keine Chance gegen eine freie KI wie sie. Während die im Crystal Palace nach ihr gesucht haben, hat sie für Kang Tao lässig die Ghost City gebaut. Und Rogue ist mit dir mitgekommen. Wieder. Hab sie gut bezahlt. Hast es selbst gesagt. Sie war die Beste, konnte sich die Jobs aussuchen. Aber aus irgendeinem Grund nahm sie einen Job von einem Rockstar mit Todeswunsch an. Einem, der ständig von Arasaka den Arsch versohlt bekam. Andere Zeiten, Junge. Söldner verkauften sich damals in der Regel nicht an Konzerne. Musstest nur was wie "Lass Arasaka ficken" brüllen und jeder einzelne von ihnen spritzte sofort ab. Inklusive Rogue. Die Voodoo Boys meinen zu wissen, wo sie ist. Hinter der Black Wall. Wo niemand an sie rankommt. Und Brigitte ist bereit durchzubrechen, um mit Al zu reden, sie zu kontaktieren. Katsching. Hat sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und alt. Das ist möglich. Als Daten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Ja, Emotionen gab's da echt eine Menge. In welchem Zustand ist das Konstrukt? Intakt genug, um Alt von seiner Authentizität zu überzeugen. Was soll das bitte heißen? Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhands Engramm ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Jenseits gibt es keine Grenzen. Jenseits der Black Bull. Nur wenige waren hier auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Also, du weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KIs. Auf der Suche nach einem Durchgang. Hab meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Scheiße. War ja klar. Ihr hattet nie vor, mir zu helfen. Oder? Das spielt keine Rolle mehr. Du wirst das alles zu Ende bringen. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte?
Wir reden hier. Wie? Lass mich das einfach regeln. Johnny. Bist für mich durch die Black Wall gekommen. Das heißt, alles ist okay zwischen uns? Ich habe deinen Engramm-Code erkannt. Aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka-Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt? Das ist Wie. Du musst ihm das Leben retten. Was hast du mit Brigitte gemacht? Lebt sie noch? Ja. Aber sie wird gerade nicht gebraucht. Was willst du? Dieser Chip, der Relic, bringt mich um. Das Konstrukt gräbt sich durch mein neurales System. Das sehe ich. Aber warum ist das mein Problem? Scheiße, natürlich ist es das. Du hast Soulkiller erschaffen. Du hast Arasaka eine Superwaffe gegeben, die mich, dich und die Hälfte der Runner in Night City zerlegt hat. Deinen Tod hast du selbst zu verschulden. Scheiße. Alt, ich bin nach dir reingesprungen. Ist das auch nicht dein Problem? Nein. Die Alt Cunningham, die du im Arasaka Tower retten wolltest, existiert nicht mehr. Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Johnny war nicht schuld an deinem Tod. Das weißt du nicht. Doch, ich habe seine Erinnerungen gesehen. Das war ein Unfall. Das war seine subjektive Sicht auf die Ereignisse. Eine verzerrte Version, die er in seinem Unterbewusstsein gespeichert und immer wieder abgespielt hat. Sie hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Wenn du nicht alt bist, wer bist du dann? Ich nutze ihre Engramm-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Kann das Drama hier nicht warten? Keine Ahnung, was ich von der KI erwartet habe. Aber sicher keinen digitalen Beziehungskrach. Das ist gerade nicht hilfreich. Macht's aber auch nicht schlimmer. Okay, du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologie. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst Wie. Deal? Der beste Netrunner der Stadt kann nicht allein in Mikoshi einbrechen. Mit mir rechnen sie. Mikoshi hat eine ganze Wand aus schwarzem Eis mit meinem Namen drauf. Wortwörtlich. Wie maßgefertigte Gefängniskleidung. Ich lasse mich dort nie wieder einsperren. Was genau kannst du für mich tun? Bisher hat man mir gesagt, dass es schon zu spät ist. Mann soll heißen Hellmann? Saburus persönlicher Arschlecker? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in deinen Körper ein. Also, rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein, deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt. Aber Soulkiller tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in seinen Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Johnny beschimpft gerne, falls du es nicht gemerkt hast. Du vertraust ihm nicht, und das ist in Ordnung. Aber ich verspreche dir, dass wir dich sicher nach Mikoshi schmuggeln.
Ich glaube, der menschliche Faktor und ich haben etwas gemein. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Die Voodoo Boys, was ist mit denen? Sie werden euch ungehindert passieren lassen. Das war unser Deal. Du hast also überlebt. Aber nicht deinetwegen. Du darfst das alles nicht persönlich nehmen. Wir wollten Silverhands Konstrukt. Es war Pech, dass du zufällig involviert wurdest. Also fandet ihr es okay, mich zu verarschen? Macht ihr das immer so? Sollte ich alt erzählen? Du wagst es mir, etwas vorzuhalten? Ich hab noch eine Rechnung mit dir offen. Eine bessere Gelegenheit kriege ich nie. Das reicht. Alt kann dich in ihrem Reich beschützen, aber nicht hier. Ich wollte eh gerade gehen. Wusstest du, was Brigitte von Alt will? Oder warst du für die Info nicht wichtig genug? So wie beim Biochip. Du willst mich provozieren? Hältst du das für schlau? Bingo! Gelingt es mir? Bist sicher ziemlich enttäuscht, ne? Wovon? Dass du mich nicht kalt machen kannst. Nicht meine Entscheidung. Verwandelst dich echt in mich. Tja, toll ist anders. Du bist manipulativ, egoistisch, zynisch. Immer, wenn du den Mund aufmachst, verfluchst du irgendwen. Ich glaube, wir kommen schon klar, wenn's sein muss. Solltest anfangen, mir mehr zu vertrauen. Keine Ahnung, wohin ich gehe. Eine lebende Legende, das wollte ich werden. Und jetzt bin ich so gut wie tot. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Du kannst es immer noch zu was bringen. Ja, vielleicht. Wie war es, als du gestorben bist? Berauschend. Scheitern war keine Option. Nicht mal ein Gedanke, bis es doch so kam. Der Tod fühlt sich erst jetzt real an. Jetzt? 50 Jahre, um das zu begreifen? Mikoshi war wie ein... Ich weiß nicht. Wie ein Schlaf. Ich war nicht wirklich da. Die Zeit verging für mich nicht. Ich war wie ein Spielball für die. Da war nur Kälte, Leere, Angst. Oder... War das dein Tod? Warum hat Arasaka Mikoshi gebaut? Wenn ich doch nur in Saburo Arasakas Kopf sehen könnte. Haha. Menschen lassen sich kaufen und einer Gehirnwäsche unterziehen.
Aber nur Mikoshi kann Seelen auseinandernehmen. Umprogrammieren. Wir haben schon eine hübsche Sammlung. Talentierte Runner. Gut gesichert. Die nutzen sie bestimmt aus. Kontrollieren sie. Die wollen also alles beherrschen. Herz und Verstand. Das Übliche. Konzerne haben die Leute schon immer irgendwie an sich gefesselt. Aber Saburo will mehr. Er will die Menschheit kontrollieren. Langsam verstehe ich, warum du Mikoshi verabscheust. Es dürfte nicht existieren. Von allem Schlechten, was die Konzerne täglich anrichten, ist Mikoshi das Schlimmste. Weißt du auch warum? Weil die an Menschen herumfuschen, an ihrem Bewusstsein. Das machen sie auch in den Konzernlaboren. Nein, es ist was anderes. Am schlimmsten ist, wenn sie dir die Identität nehmen und du nie erfährst, dass du jemand anders warst. Die Welt haben die Konzerne schon erobert. Und jetzt kommen sie uns holen. Du weißt schon, dass du mit mir genau das machst, was Arasaka in Mikoshi tut? Ja, ich weiß. Deshalb bringe ich das in Ordnung. Okay, los. Zurück an die Arbeit. Dann los.